Hallo Leute, willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Und zwar Smite, ja. Ja. Ich nehme jetzt hier einmal eine Runde Smite auf, weil ich das Spiel eigentlich ganz cool finde. Ja. Mit meiner eigenen Hintergrundmusik. Ich hoffe, dass das nicht von der GEMA gesperrt wird. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die Musik GEMA-frei ist. Wenn ihr seht, ist sie GEMA-frei. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Kann nichts für. GEMA ist halt, naja, sagen wir es mal so, nicht mein Freund. Man muss halt im Internet vorsichtig sein, was man sagt, ey. Ja. Ja. Ja, also dieses Video mache ich einfach nur mal, um euch zu zeigen, wie das Spiel so ist. Wenn euch das gefällt, bringe ich es öfter. Wenn es euch nicht gefällt, dann halt nicht. Ich habe es privat schon ordentlich gespielt. Also, ja. Oh, ich bin jetzt der Einzige noch nicht. Ah. Okay. Meine Beine sind schon unterwegs. Gut. Was soll ich mir denn als erstes? Schuh des Fokus. Ja, ganz toll. Also Smite ist ein MOBA-Game. Für die Leute, die es nicht kennen. Das gibt's kostenlos auf Steam. Ja. Spielprinzip ist einfach. Götter gegen Götter. Das werden halt immer wieder Minions ausgesandt. Okay, cooler Name. Ja. Was man machen sollte bei dem Spiel, am Anfang sind die Minions noch ziemlich stark. Also vorsichtig sein, wenn ihr das Spiel selber spielt. Nein, Tor. Komm, jetzt Zeit auf... Bra haben die jetzt auch noch. Ist auch so back. So kaputt. So weit, du kommst jetzt nicht mehr abhanden. Ah, alleine habe ich keine Chance ohne Mana. Also die, um die Fähigkeiten einsetzen zu können, braucht Mana, die blaue Leiste, grüne Leiste sind die Leben. Ich denke, der Rest des Spiels erklärt sich selbst. Einfach nur durch Zuschauen. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, ich würde gerne meine Ulti benutzen, geht aber nicht. Ja. Ich bin Poseidon, griechischer Gott des Meeres. Ja. Ah, ich habe immer mein eigenes Zeug, aber irgendwie finde ich das in letzter Zeit nicht mehr. Seit dem letzten Update ist es irgendwie verschwunden. Magisch. Aber wo sind die denn hin? Wo sind die hin? Da, Schärpe des Hexers. So. Habe ich mir mich immer geholt. Und mit diesem Aufbau von den Items, oder wie auch immer man ihn nennen mag. Tschüss, versteinerte Götterstatue. Cookie! Oh, ein Assist.
So. Ja, man muss halt die Türme zerstören, um später zum Titan des gegnerischen Teams zu kommen. Und wenn man den Titan des gegnerischen Teams zerstört hat, hat man gewonnen. Ja. Was gibt's sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Nicht viel. Solltest da weggehen, Medusa. So, zack. Oh, ich bin Level 6. Nicht so schön. Oh ja, mein Krake ist gleich wieder ready. Gut. Also der Krake ist die ultimative Fähigkeit. Die braucht wesentlich länger zum Aufladen, kostet wesentlich mehr Mana, dafür hat sie aber auch ordentlich Wumms. Und jetzt hat Tom mich leider getötet. So, Schöpfe des Hexers. So, als nächstes hole ich mir hier wieder Explosion. Ja, und wenn man tot ist, kann man den anderen Spielern aus seinem Team zugucken. Steht im Hundenkönig. Ach du Kacke, das Viech ist. Sagen wir es mal so, gefährlich. So. Hätte diese Attacke jetzt Erfolg gehabt, erinnern. Meine Feinde dort festgesessen und wären nicht mehr rausgekommen. Aber leider klappt das irgendwie nicht so, wie das Spiel sagt, es funktionieren sollte. Toll, nicht wahr? Das ist nämlich ein Strudel, der den Gegner am Boden an der Position festhält. Hier. Strudel. Ja. Das klappt mal mehr oder mal weniger gut. Auch wenn die da drin sind, die werden nicht irgendwie, nicht festgesogen oder so. Es klappt nicht. Ja. Das Spiel ist halt noch irgendwie nicht so ausgereift. Und die deutsche Übersetzung lässt auch noch sehr zu wünschen übrig. Ist nämlich wörtlich. You wird als du übersetzt und nicht als. Ihr, was es ja eigentlich heißt, weil ich den Turm ja, wie ihr sehen könnt, nicht zerstört habe. Ach komm, stopp, Mann. Kack, ey. Weg hier, weg hier, weg hier. Irgendwie klappt die Runde nicht so, wie ich gedacht hätte, dass sie klappt. Mach Bewegungsgeschwindigkeit. So. Ach ja, falls ihr euch fragt, woher diese Musik im Hintergrund kommt. Ich habe mir neulich The Legend of Zelda Twilight Princess HD in der Extended Version geholt. Natürlich mit Amiibo und Audio-CD. Ja. Also, falls ihr die Musik auch haben wollt, die ist von der CD, von der Audio-CD. Ja, das Easter Egg nebenbei gemerkt. Die Musik ist hauptsächlich von von Koji Kondo und von einem, von dem ich aufgrund von einer noch nicht ausgereiften Big Picture Version von Steam nicht angucken kann. Takegu irgendwas ähnliches. Oh, Tor. Tschüss, Tor. Sag ich doch. So. Kacke. Ich wollte noch ausweichen. So.
Einmal Medusa, einmal Bellona. Medusa ist auch ein... ist nicht mehr eine Gottheit. Medusa ist eine griechische Geliebte von Poseidon, die von Athene verflucht wurde. Die ist nicht mehr eine Göttin. Bellona ist die griechische Göttin des Krieges. Fragt nicht, wieso ich sowas weiß. Ich weiß es selber nicht mehr. Was mit dem Kranken? Nein, nein, nein. Ich habe keine Chance gegen alle drei. Nur auf Tor, nur auf Tor. Kacke. Ja, den Modus, den wir hier übrigens gerade spielen, ist der Bot-Modus. Also, drei menschliche, in Anführungsstrichen, Kämpfer gegen drei Bots. So, von tot. So. Wieso sieht der gegnerische Phönix so komisch aus? Mist. Ich muss warten, ich muss, bis meine Fähigkeiten wieder aufgeladen sind. So. Ich stelle mich mal nach hier hin und schieße auch ein bisschen mit dem Dreizack. Oh, ich habe Ra getötet. Schon Minions, dann können wir endlich den Phönix besiegen. Ja, im Kampf gegen einen Phönix empfiehlt es sich, wie gerade gesagt, die Minions vorzuschicken. Jetzt klingt das Telefon. Tut mir leid, kann ich nicht rangehen. Nein, habe ich keine Chance gegen die Dullis. Danke. Jetzt sind wir zu zweit. Bin ich schon wieder alleine. Ich möchte die Typen nicht besiegen, nur aufhalten. Tschüss, Sobek. Ach ja, Sobek ist der ägyptische Gott der Flüsse und des Sumpfes. Ja, eindeutig. Etwas, was man verehren sollte. Flüsse und Sümpfe. Und wir zu zweit gegen drei? Naja, ich weiß nicht. Also sind auch nur zu zweit. Oh, jetzt bewegt. Thors ultimativer Angriff. Sehr toll. Tschüss. Tschüss. Ja, ich besitze sehr viel Gold. Jetzt nerv nicht, Spiel. Wieso werden mir eigentlich jedes Mal die Tutorials, die Tutorial-Meldungen angezeigt, wenn ich spiele? Okay, mir geht's ja nicht so gut. Schon gut, schon gut. Und zurückporten. Ich kann mir das Buch von Tod holen und den Seelenräuber. So.
Den Ärger hole ich mir gleich. Es ist mir scheißegal, ob ich kein Relikt mitnehme. Die sind so nutzlos, die Dinger. Kann sich am Ende holen, wenn man alles Geld bei Items ausgegeben hat. Dann kann er sich vielleicht nochmal Relikte holen, aber bringen ja gar nichts. Da kommen die Minions. Los, weg hier. Es ist so weg. Aber er hat nicht mehr viel Leben. Keine Chance. Boah. Das ist eine krasse Medusa. Zora. Wo ist der? Was haben wir jetzt gekriegt? Gleich der Dachner. Geht auch zurück. Ach ja, und man sollte übrigens keine Fähigkeit einsetzen, während man im Bereich der Türme ist. Zack. Toll, ich krieg wieder nur einen Assist. Ach, toll. Jetzt sind unsere Minions schon alle gekriegt. So. Ich habe nicht mehr viel Leben, aber... Erstmal außerhalb des Reichhütte gehen jetzt zurückporten. Was ist mit unserer Bellona los? Bitte nicht AFK. Werde Isolation. Alter, Idiot hatte ich immer noch. Die magische Kraft. Jawohl, ist wieder dabei. Ihr seht doch, wir sind vom Level her deutlich höher als die gegnerischen Götter. So. Tschüss für nächstes Chaos. So. Hallo, hässliches Viech. Titan des Chaos-Dings. Kaputt. Sehr schön. Sehr schön. Gut gemacht. Smite Gunst Quest Reward. Oh, toll. Complete in Humble Arena. Toll. Ja, wenn man nur im normalen Modus spielt, kann man Gottränge aufsteigen. Ich weiß zwar noch nicht, was das bringt.
Aber. Ja, das war's mit dem Video von Smite. Lasst eine Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Bis dann und tschüss.